Wir fahren von München über Landeck nach Serfaus. Das obere Inntal bietet viele schöne Wanderungen mit Blick auf die Eisriesen im Länderdreieck Österreich, Schweiz und Italien. Von Serfaus aus geht es mit der Seilbahn zum Kölner Haus. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Wintersport unaufhaltsam expandierte, wurde bereits 1959 eine Gondelbahn mit Bergstation in unmittelbarer Nähe zum Kölner Haus in Betrieb genommen. Das Kölner Haus, auf einer Höhe von 1965 Metern in der Almregion Compadell gelegen, wurde im Jahr 1929 eingeweiht. Die Hütte verfügt über 66 Betten und ein Lager mit 20 Schlafplätzen. Heute machen wir eine Überschreitung des Furglers. Der Furgler ist 3004 Meter hoch und einer der meistbestiegenen Berge der Samnaun-Gruppe. Die Tour beginnt an der Bergstation La Sida, geht über die Böderköpfe zur Scheid, weiter zum Tieftalsee und von Südwesten auf den Gipfel. Der Abstieg erfolgt in leichter Kletterei über den Nordgrat zum Furglerjoch, dann durch das Furglertal zum Furglersee und über den Murmeltiersteig zum Kölner Haus. Die Furglerüberschreitung ist eine schöne Hochgebirgstour auf einen aussichtsreichen 3000er-Gipfel. Da der Anstieg vom Tal durch die Compadell und La Zietbahn auf 700 Höhenmeter verkürzt wird, wird diese Tour von vielen Wanderern gemacht. Compadell heißt die 600 Meter über dem oberen Inntal liegende Geländeterrasse mit den Orten Serfaus, Fies und Landis. Nach einem ersten steileren Aufschwung erreicht man nach 400 Höhenmeter den malerisch gelegenen Tieftalsee. Vom Tieftalsee ist es nur mehr eine knappe Stunde über einen schottrigen Weg bis auf den Gipfel. Auf dem Gipfel des Furglers steht das 1988 neu errichtete, ungefähr 9 Meter hohe Gipfelkreuz. Vom Gipfel bietet sich eine herrliche Sicht auf die hohen Berge der Ötztaler Alpen. Hervorzuheben ist der Blick auf die Rofele Wand, einer der schönsten Gipfel im Kaunergrat. Auf die 3533 Meter hohe doppelgipfelige Watzespitze, der höchste Berg im Kaunergrat, und schließlich die 3768 Meter hohe Wildspitze, der höchste Berg der Ötztaler Alpen. Der Abstieg über den Nordgrat ist deutlich anspruchsvoller als der Aufstieg, wobei die schwierigste Stelle durch ein Drahtseil entschärft ist. Am Furgler Joch sind die Schwierigkeiten vorbei und man hat Zeit für eine Pause. Wir passieren den Furglersee und laufen über den Murmeltiersteig zurück zum Kölner Haus. Die Hexenseehütte erreicht man am einfachsten von der Bergstation La Sida. Von dort geht es über die Böderköpfe zur Scheid. Über den Schmugglersteig gelangt man zum Aretsjoch. Hier geht es kurz hinab und dann wieder leicht bergauf zur schon von weitem sichtbaren Hexenseehütte.
Am Schmugglersteig sind Tafeln aufgestellt, die an einige Schmugglerpersönlichkeiten und die alpinen Gefahren beim Schmuggeln erinnern. Die Hexenseehütte liegt im Maasner Gebiet auf 2588 Metern Seehöhe am Weitwanderweg zwischen dem Kölner Haus und der Heidelberger Hütte. Sie verfügt über 22 Schlafplätze, aufgeteilt auf zwei Lager. Die Schutzhütte wurde 1974 oberhalb vom Hexensee errichtet und 1996 nach einem Brand wieder neu aufgebaut. Sie wird im Sommer als Selbstversorgerhütte mit Hüttendienst unter der Regie der Wirtshäuser des Kölner Hauses betrieben. Etwas oberhalb der Hexenseehütte liegt der herbschöne Gmeirasee. Im Gegensatz zum nahegelegenen und vielbegangenen Vorklar wird der 3034 Meter hohe Hexenkopf deutlich seltener bestiegen. Denn ohne Übernachtung auf der Hexenseehütte ist der Weg von der Bergstation der Lazitbahn weit. Von der Hexenseehütte führt ein Weg zunächst in südwestlicher Richtung zum Hexensattel und dann ein Steig über den Südgrat auf den Gipfel. Auf dem Hexensattel steigt man teilweise auf einem undeutlichen Weglein, teilweise über Feldstufen hinauf zu einem Vorgipfel. Ab dem Vorgipfel geht es nur mehr über Blockwerk und Platten. Der Gipfel selbst ist winzig. Der Hexenkopf liegt im nördlichen Kamm der Samnauengruppe, zwischen dem Patznauntal und dem Oberinntal. Im Süden liegt, getrennt durch den Hexensattel, der 200 Meter niedrigere Maasnerkopf. Der Hexenkopf ist überwiegend aus glimmerreichen Schiefergneisen aufgebaut, der von Adern aus Pegmatit und anderen granitischen Gesteinen durchzogen wird. Am Tag unseres Aufenthaltes in Derfaust steigen wir zum Vorklersee auf. Am Rande des Vorklersees leuchtet das Wollgras schneeweiß. Vom Vorklersee geht es über das Urkjoch zum 2804 Meter hohen Planskopf. Der Planskopf ist der erste Gipfel im vom Samnauner Hauptkamm abzweigenden Schönjöchelgrat. Aussichtsreiche Wanderung ist, ausgehend vom Planskopf, die Überschreitung der Brunnenköpfe. Über den mittleren Sattelkopf und den Quellensteig gelangt man wieder zurück zum Kölner Haus.